Das Linzer Design Center ist auch in diesem Jahr wieder Schauplatz der Remax Austria Convention, dem Netzwerktreffen der Remax-Organisation in Österreich. Rund 650 Maklerinnen und Makler treffen sich bei dem größten Event der österreichischen Immobilienbranche. Es ist ein ganz besonderes Ereignis, denn Remax Österreich feiert sein 25-jähriges Bestehen. Und so hat Gründer Alois Reikersdorfer in diesem Jahr einen ganz besonderen Platz. Jeden Tag daran arbeiten, mit viel Enthusiasmus, mit den vielen Kollegen, die immer mehr geworden sind, mit entsprechender Qualität ist es gewachsen. Das ist nicht, ich hatte zwar die Idee, aber geschafft haben wir es gemeinsam, so wie wir heute da sind. Die Aufbauarbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Remax ist das mit Abstand größte Immobilienfranchise-Netzwerk des Landes und auch in Sachen Know-how und Ausbildung top. In der Krise brauchst du vertrauenswürdige Leute und eine gescheite, ordentliche Marke im Hintergrund. Die Gründe für das Remax-Netzwerk ist ganz einfach dieses tolle Miteinander, was wir da erleben. Jeder schaut auf den anderen, jeder lernt vom anderen. Wir sind wie eine große Familie, jeder unterstützt jeden. Und egal, wenn man Fragen hat, und dann ruft man zum Beispiel den Kollegen Richard Fetscher aus Wien an und dann bekommt man da wieder Rede und Antwort. Und da unterstützen wir uns gegenseitig und das ist eine enorme Bereicherung für uns alle. Im Netzwerk lassen sich Herausforderungen auf jeden Fall besser bewältigen. Wir gehen auf die Kunden ein, wir gehen auf die Wünsche ein, wir können uns gemeinsam mit ihnen vorstellen, wie soll das neue Zuhause aussehen, und wir suchen dann halt zielgerecht. Wir haben natürlich alle Höhen und Tiefen schon hinter mir. Ich bin 30 Jahre Makler, 9-11, Lehman Brothers, Corona. Nur das, was wir momentan haben, ist so ein Molotow-Cocktail, wo niemand weiß, wann er explodiert und ob er explodiert oder ob er sich vielleicht zum Guten auflöst. Die langfristigen Zinsen haben sich schon auch etwas nach unten bewegt. Die Aussichten, dass im Herbst quasi eine Zinssenkung kommt, die macht spürbar die Emotionen ein bisschen leichter. Mit Remax gewachsen und dementsprechend tief verbunden sind aber auch Partner, die schon früh dazugekommen sind. War sensationell natürlich. Wir haben 2007 gegründet, 2008 sind wir online gegangen mit unseren Produkten. Die große Kooperation mit Remax haben wir seit 2009, 15 Jahre Zusammenarbeit, und es ist wirklich eine Symbiose, von der wir und auch Remax profitiert. Und ganz ehrlich, Remax geht es ohne uns wahrscheinlich auch, aber ob es uns ohne Remax gäbe, ist fraglich. Also wir sind Partner seit 2002, sprich im 22. Jahr. Und man kann gar nicht sagen, wie war der Anfang der Partnerschaft, weil es ist immer gleich geblieben. Es war immer eine hervorragende Partnerschaft mit einer Familie wie der Familie Reikersdorfer, ist einfach gut zusammenzuarbeiten. Grund genug, auch in Zeiten wie diesen einmal zu feiern. Immerhin war das allgemein schwierige Immobilienjahr 2023 das drittbeste in der Geschichte der Remax. Und auch 2023 gab es herausragende Leistungen zu würdigen.